Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Montag, den 28. August. Das ist am Tag nach dem Gedenktag der heiligen Monika, der ihres Sohnes, des heiligen Augustinus. Der hat keine gute Presse in unsere Zeiten und viele halbgebildete Zeitgenossen haben aber anderthalb Urteile über ihn und wissen alles ganz genau, dass er ein langfristig schädlicher nicht gut war, der wegen seiner Sexualneurosen irgendwie die Lehre so bestimmt hat, dass heute keiner mehr Freude an Sex hat und so weiter. Also das sind so verbreitete Urteile über Augustinus. Und ich würde sagen, machen Sie mal einfach ein beliebiges Zitateportal auf, habe ich auch gerade gemacht. Ich lese Ihnen jetzt mal drei Sachen vor, einfach willkürlich ausgesucht. Wir müssen unseren Nächsten lieben, entweder weil er gut ist oder damit er gut wird. Das muss man mal hinkriegen, so ein Satz. Oder ein Wunder passiert nicht gegen die Natur, sondern gegen unser Wissen von der Natur. Und das Letzte, ich lobe den Tanz, denn er befreit den Menschen von der Schwere der Dinge, bindet den Vereinzelten zur Gemeinschaft. Ich lobe den Tanz, der alles fordert und fördert, Gesundheit und klaren Geist und eine beschwingte Seele. O Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen. Also dreimal Augustinus, ich hoffe, dass das letzte auch von ihm ist, wirklich, und nicht nur zugeschrieben, se non è vero e bene trovato. Jesus setzt sich mit Kleinlichkeit heute auseinander. Es ist fromme und gotteseifrige Kleinlichkeit, aber kleinlich ist sie trotzdem und deswegen ist sie beschwerlich und belastend für den Menschen und macht ihm das Herz nicht tänzerisch froh, wie Augustinus uns das vorschlägt. In jener Zeit sprach Jesus, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Ihr selbst geht nicht hinein, aber ihr lasst auch die nicht hineingehen, die hineingehen wollen. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr zieht über Land und Meer, um einen einzigen Menschen für euren Glauben zu gewinnen. Und wenn er gewonnen ist, dann macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr selber. Weh euch, ihr seid blinde Führer. Ihr sagt, wenn einer beim Tempel schwört, so ist das kein Eid. Wer aber beim Gold des Tempels schwört, der ist an seinen Eid gebunden, ihr Narren. Was ist wichtiger, das Gold oder der Tempel, der das Gold erst heilig macht? Auch sagt ihr, wenn einer beim Altar schwört, so ist das kein Eid. Wer aber bei dem Opfer schwört, das auf dem Altar liegt, der ist an seinen Eid gebunden, ihr Blinden. Was ist wichtiger, das Opfer oder der Altar, der das Opfer erst heilig macht? Wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört beim Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Fertig für heute und ich mache aber weiter im Geiste Jesu und deswegen schwört überhaupt nicht, denn ihr seid nicht von ferne in der Verfassung, um Gott für eure Halbherzigkeiten und Unbedachtheiten in Anspruch zu nehmen. Gar nicht schwören. Ja sagen, nein sagen. Alles andere ist nicht gut. Und großzügig sein eben und nicht, so heißt es am Anfang, das ist so wunderbar, dem Menschen ins Herz geschaut, in unser böses Herz jetzt in dem Fall. Ihr geht selber nicht in den Himmel, aber ihr hindert auch die anderen daran, die gerne reingehen wollen. Das Erste, das kann man auch mit Großzügigkeit machen, vielleicht mit einer Traurigkeit darüber, dass es für einen selber nicht langt und dass man keinen Zugang zum Glauben findet. Aber anderen, einfachen Seelen, das madig zu machen, nur damit man sich daran freuen kann, dass es andere Leute auch nicht schaffen, das ist böse. Und es ist kleinlich. Also deswegen lieber bei Augustinus nachschauen und sich von seiner Größe, Geistesgröße, Herzensgröße inspirieren lassen. Gott segne und behüte Sie alle.